So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Loose. Heute mit mir, dem Crusader und dem Joker auf der wunderschönen Karte Purple Heartlane. Der Joker ist gerade in der Arti und gönnt sich gleich ein paar schmackhafte Abschüsse. Und ich fahre mit meinem LKW auf den Punkt, um ihn an mich zu reißen. Und ich bin irgendwie übermüdet. Seht ihr, ich schaff das. Ich schaff das von der Seite. Ich krieg das hin. Ey, yo, Tank, Death Race. Was hat er gesagt? Joker gönnt sich halt gleich schmackhaft mit der Arti, da muss ich dann ein bisschen ausweichen, damit er mich nicht weggönnt. Benjamin. Er gönnt. Big Papa. Big Daddy. Und diesmal nehme ich keinen anderen mit. Das wird eine One-Man-LKW-Aktion. Hardcap rein, die haben wahrscheinlich den LKW in die Luft gesprengt. Und kommt hier gleich Infanterie irgendwo angerannt? Nein. Trucks sind abgebogen, verstehe. Copy, copy, habe ich verstanden. Dominiert, ja, bin bereit zum Dominieren. Ich mache heute den Dominator. Baker, ich lasse dir dann nochmal voll mit runter für eine Garni. Schick deine Leute schon mal ans Cap. Alles klar, ich hab Supplies hier, keine Sorge. Ist ja so ohne. Okay, wunderbar. Und trotzdem gut, dass du noch packst. Ist der Server voll? Ja, 34 Mann. Für die Infanterie? Nein. Alles klar. Also, um ehrlich zu sein, ist hier gar keiner. Nicht mal ein Spieler. Nein, ich habe einen gefunden. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt echt mal ein schlechter Start. Der erste kommt vorbeigerannt. Ich hit ihn nur, er dreht sich um und gibt mir Pech. Das finde ich übelst Pech, aber okay. War für die Runde eigentlich auch die falsche Waffe. Eben gerade auf voll habe ich mit der MP40 gespielt. Das wäre auch die falsche Waffe voll gewesen an der Stelle. Ich war aber ganz geil eigentlich. Der Typ ist eh schon tot. Und jetzt machen wir Sachen auf voll. Die können wir nur auf voll machen. Die richtig langen Killstreaks, die gehen halt am besten auf voll. Bin hier heute übrigens gerade auf dem Server unterwegs von IR69 und wenn euch das ganz gefällt, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da, brauche ich ganz dringend, hilft mir wirklich sehr und Verzeihung nochmal an der Stelle, dass ich so lange keine helle Loose-Aufnahmen mehr gemacht habe. Ich hatte echt zu tun, jede Menge, mit dem jetzigen Seasonal.
Schwarz. Blackstift. Ich kann schon mal darauf vorbereiten, ich kann nicht. Ich kann dann ein bisschen sein. Hier, sie kommen. Da rennen sie gerade übers Feld. Wie an einer Perlenkette. Ein schmackhafter. So, Dave, aus dem Garnisonsteil wird ein anderer Vögel. Nein, ah, der hat mich gesehen, schade. Der hat sich dann nicht mehr von mir töten lassen. Das waren jetzt 16 Kills in einem Leben. Das war gut, ich hätte aber noch mal ein paar mehr machen können. Sowas ist halt echt nur auf voll möglich. Weil die Leute die Büsche halt immer nicht so gut checken. Okay, Jig, einmal Detour machen Richtung Attack-Marker, die gar nicht auschecken. Einfach on-point bei den Ballern, da ist was. Auf ihrem Punkt, auf ihrem vierten Punkt, ist jede Menge drauf. Im Punkt bei denen, ja. Und hinter diesem Panzerwrack, wenn sie aus dem Punkt rauslaufen, südlich zu uns. Jetzt ab erstmal in die Airhead, schön hinterm Gegner spawnen, der halt garantiert nichts. Wir können dann gleich spawnen und rennen einfach von hinten im Punkt. Und der weiß nicht, wo es herkommt. Der wird nicht realisieren, was da jetzt passiert. Man geht über den Jordan-Kanal. Wir sollten erst nach dem Bomber reinpushen. Ja, mal kurz warten, der kommt jetzt.
glaube, Charlie pusht so dann Richtung Süden raus und dann können die Leute aus dem Süden auch ganz nach oben. Panzer noch auf Ping Stewart. Ja, fuck bloß. Arti, du sollst das Feuer bitte einstellen. Nur auf so einen Punkt. Alles geht rein, Alter! Wie würde Schulix so schön sagen? Matze Ginter Gewehr 43 oder sowas, die hittet. Bisschen einschießen und schon geht die volle Kanüle in den Gegner rein. Das ist echt gut. Der ist auch weg. So, lauf irgendwie rein, fahrt jetzt schnell. Hallo, willkommen auf der anderen Flussseite. George, wir müssen dich gar nicht bauen, das hat jetzt. Ja, was für ein Ding? Shifty? Okay, warte. Ja, Copy. Baker Foxy, Jig ebenfalls Foxy, Pau ebenfalls Foxy. Alles geht, alles kocht hier, alles kocht. Der Gegner, der kann nur noch backen. Ey, wo ist dieses Cannelloni-Gesicht? Wo ist der hin? Oh, den haben wir nicht gesehen, ey, der war links irgendwo. Linke Flanke. Mit Glück steht aber mein OP noch. Der war zwar sehr, sehr ambitioniert weit vorne wieder, aber puh, der könnte noch, ja, ist aktiv, gut. Aber er blinkt. Das heißt, von Norden kommt was. Tötet mich wahrscheinlich direkt. Bin doch gespawnt. Pech gehabt. Ja, OP. Okay, ist die Plasma John Kanal kommen. Warte mit dem Angriff noch kurz. Jetzt feuern sollen. Nein! Ah, da war einer im Wasser, Mist. Du kannst vorne jetzt wieder an die Grenze bei denen ranballern. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Punkt musst du nicht mehr beschallern. Du kannst vorne bei denen an die Grenze reinballern. Das wird ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Die pushen gerade wieder rein über den Graben, da ist der blaue. Ja, bis zur Ruine, warte mal. Ja, genau, schieß einfach auf die Ruine drauf, das ist gut, passt doch. Hast du noch einen Panzer auf Verteilungsfront, oder? Stimmt die Marke nicht? Nee, Marke stimmt nicht. Feindlicher Panzer, schwerer Panzer, müsste das sein, auf Fox verteilen. Haha, hallo. Ich bin der weiße Hai. Ciao. Ciao, Kakao.
Alles gut, ich mach hier noch einen Bogen. Ja, bin tot. Kannst ruhig weitermachen da, das ist noch viel Terror. Na, tot leider. Ja, copy. Ich hab übrigens die Art hier bei mir im Squad, wenn die aufhören soll zu feuern, müssen einfach nur callen, das gebe ich hier weiter. Ja, copy. Wäre vielleicht eine Idee, wir haben kaum Ressourcen. Also, Arti Feuer einstellen. Wir haben kaum noch Ressourcen. Er kann gerade nicht einstellen, da vorne soll wohl alles sein bei den Ruinen. Der kriegt ja immer Marker auf Doom of Darkness, also da soll er richtig viel drin sein. Er smoked jetzt noch ein paar Mal, damit wir da besser vorkommen. Ja, es kommen noch 3-4 Shells runter. Okay, dann geh ich mal rein. Ja, lebt auch noch einer bei der Ruine. Ja, Stifti, kannst du mal zu Place an meinem OP packen? Das ist ja super. Stifti, I need supplies! Hat er noch scheiß Kommentar gleich ab. Von dir? Finde ich gut. Nee, vom Commander. Ich will einen Drop von dir. Bitte gib mir einen Drop von dir. Ich verdiene deine Drops nicht. Bitte gib mir einen Drop von dir. Ich brauche diese Drops nicht. Die Drops! Die Drops sind so toll. Gib mir einen Drops, das macht mich voll. Artillerie bitte mal auf Command Infantry Marker schießen, wenn du kannst. Der möchte, dass du auf Command Infantry Marker schießt. Feindliche Garnison, mag Charlie aktiv. Der Roleplay? Ja, wir sind bis zu den Ruinen vorgekommen, aber jetzt bringt er nichts mehr. Diesmal bitte nicht direkt wieder zu deppern. Weil wir stehen jetzt bei Ruinen drin. Jetzt behindert er nur noch. Wenn er weg ist, dann ist super. Ja, nee, der war gut, der war gut. Zum Reinkommen war er super. Nee, jetzt kann man halt nichts mehr machen. Weil jetzt drin stehen und ja, weiter kommst du nicht. Und kannst du uns höchstens mit AI beschießen gerade. Also die kommen gleich wieder vor zu dem Haus, die nutzen den Smoke gerade auf. Kannst auch wieder auf Dings da wechseln, hier auf ADHE und dann machst du das Haus gleich wieder voll mit HE. Auch. Weil noch ist da keiner dran. Ja, sie sind am Haus, jetzt sind sie wieder am Haus dran, Mist. Die werden übelst zerlegt, ey. Die packen sich da gerade voll aufs Gesicht, ey. Die werden nur zerhackt in einer Tour. Das ist gerade richtig gut. Das gefällt mir gerade richtig, richtig, richtig gut. Aber die sind auch schon close am OP, muss man schon an der Stelle sagen. Sorry, Herr Kommandant.
Ja, da ist noch einer drin, der sich da seitlich versteckt hat. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich war doch Medic. Willst du mich da wiederbeleben oder was? Hast du nicht einen Headshot bekommen? Doch, hab ich, ja. Ach so. Aber Pling gemacht, da ist noch ein Panzerfahrer drin mit einem P40. Mit einer Thompson. Der letzte Punkt wird jetzt hier eh lästig, bis wir den kriegen, das wird ein bisschen dauern. Der am weitesten vorne gewesen ist, hat mich den dahinter mitgenommen. Das hätte ich mal auch noch machen sollen. Der weiter vorne hatte noch keine Peilung von mir. Aber ich wollte nicht, dass da einer zum OP durchdrücken kann. Der dürfte jetzt noch stehen, tut er auch. Ein Spawnwelle geht da noch rein. Sehr weit vorne, sehr nice. Beschießen die ihr eigenes Hardcap mit Artillerie? Das kommt mir irgendwie so vor. Unser OP steht nicht mehr lange sicher, den habe ich da hinter einer Rauchwand versteckt, mehr ist das nicht. Feindliche Garnisonsmarke erhält. Lol, der Gegner hat nicht gemerkt, wie ich einfach quer durch seine ganzen Leute gerannt bin. Tiefflieger!
Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Farm. Oh Gott, oh Gott. Normalerweise hätte ich ja die Guardi abgebaut, aber das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Eieieiei. War es das jetzt wert? Ja, absolut, das war's. Das war's komplett wert. Das war's total wert. Das war so gut jetzt. Wow. Okay, ich muss einen neuen Marker setzen, muss neu ran. Schade, 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 aber das hat Spaß gemacht. Das nicht. Das war schmerzhaft jetzt. Oh Mann, war das cool. Oh, ich habe 60 Abschüsse schon. Das ist so gut. Nach irgendwie so 30 Minuten, das ist einfach nur komplett kaputt. Es ist so super. Ich liebe das. Das ist so gut. An die Leute bei Jordan Kanal, baut doch bitte mal einen Pack, die Richtung Osten guckt, Richtung Tiger. Tiger steht auch. Ja, das ist immer noch der Panzer von denen. Der hat auch ein gewisses Engel, also der kann auch was schießen. Keine Ahnung, wie der da wieder im Busch steht. Aber er gefällt mir. Die haben Handgranaten reingeschmissen, shit. Bei dem macht der Lüfter da hinten im Hintergrund aber auch echt krasse Geräusche. Also King Abel drucken wir jetzt. Was bin ich überhaupt? Ich bin Charlie. Aber der Gegner, also wir sollten jetzt in den Punkt reinkommen, der Gegner hat eben seine Garni verloren und wahrscheinlich auch mehr als die Hälfte seiner Leute, weil die standen eigentlich wie in einer Perlenkette da alle relativ hart aufgefallen. Und ja. War schon übel, aber wir cappen noch nicht an. Vielleicht auch genau in dem Moment, eine Sekunde danach, einen Fullspawn gekriegt und der Gegner hat jetzt echt noch 100.000 Runden. Das kann sein. Von hinten irgendwo kassiert. Schade. Junge, drückt der nicht F? Drück mal F. Warum drückt er nicht F? Drück F. Er drückt nicht F. Warum drückt er nicht F? Egal, wir haben die Airhead jetzt dahinter. Moment, warum ist die Airhead frei? Ist da nicht ihr Main Spawn? Ihr HQ Spawn? Aber der Spawn scheint durchzugehen. Eigenartig. Das sieht man auch selten. Es ist in ihrem Haku. Da ist ein Gegner in mir drin! Da ist ein Gegner in mir drin! LOL! Oh, wunderbar. Er ist frei. Ja, das wäre in ihrem HQ. Ich sehe den Gegner da hinten irgendwie nicht. Vorsicht, da brennt sich das gar nicht so heiß. George, bitte neu stellen bei deiner Pose. Auf der Hand, ungefähr,
und hoch. Schickt über die auch nochmal deinen Stein. Ja, ich bin da. Love, da kommen auch nochmal Vorräte runter. Wisst ihr, wie viele Kills ich habe? 74. Aber übel, du, übel. Zwei Wellen komplett. Oh, der hat den OP übersehen. Geil. Ja, da kommt noch ein Spawn durch. Oh Gott, im Himmel. Du hast nur P hinter dir übersehen, der steht am Baum. Ja, ja, auf Ping. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass da noch mal einer spawnt, aber war wohl nicht so. Ja, ich hoffe, diese kleine Runde hat euch gefallen. War auf jeden Fall echt richtig krass, hat richtig Bock gemacht. Falls ja, lasst bitte ein kleines Like und ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Und zum Schluss nochmal die wunderschönen Statistiken. 74 zu 16. Klar, ich hab gecampt, das fuck. Bis dann.